Ja, hallihallo. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich weiß nicht, ob da draußen noch Leute warten, aber wir fangen einfach mal an. Ich bin André, ich arbeite bei Netzpolitik.org. Herr Köhn arbeitet im Innenministerium. Wir geraten manchmal aneinander. nicht persönlich, aber jetzt machen wir das mal auf der Bühne. Ich habe ein Programm gelesen. Das wusste ich auch vorher, Herr Köhn ist Abteilungsleiter im Innenministerium für CI. Wofür steht CI? Cyber- und Informationssicherheit. Cyber ist nicht so unser Lieblingswort, aber ich nenne das mal IT-Sicherheit. Wir feiern 15 Jahre Netzpolitik.org. Das heißt, Netzpolitik.org wurde 2004 gegründet. Herr Köhn, wo haben Sie denn 2004 gearbeitet? 2004, jetzt muss ich ein bisschen rückrechnen, habe ich im Bundesnachrichtendienst gearbeitet in einem Bereich, der sich mit Krypto beschäftigt. Und welchem? Kryptoanalyse war eine Unterabteilung, können Sie alles nachlesen, vor allen Dingen im den Akten des NSA-Untersuchungsausschuss, war damals Unterabteilung 21. Das hieß so schön in der Biografie, die bei uns auf der Seite steht, in verschiedenen Bereichen der Bundesverwaltung mit Schwerpunkt IT. Das beinhaltet auch operative Funktionen. Also Sie waren 18 Jahre beim BND, uns gibt es jetzt 15 Jahre. Was waren denn so operative Funktionen, wie das so heißt? Also das heißt, das wird Sie jetzt maßlos enttäuschen, zunächst mal, weil operativ nicht operativ im nachrichtendienstlichen Sinne heißt, sondern operativ heißt, dass ich zum Beispiel eine ganze Zeit lang den Hochleistungsrechner in dem Bereich geschmissen habe, der unsere Ergebnisse produziert hat. Das heißt, ich habe im Wesentlichen da die sogenannte automatisierte Produktion betreut. Also typischer IT und sagen wir Krypto-Job, das verbirgt sich dahinter. Und ich habe eigentlich auch gar kein Problem, das in meinen Lebenslauf reinzuschreiben. Manchmal wird damit ein wenig vorsichtiger und haushälterischer umgegangen in der öffentlichen Verwaltung, als an der Stelle notwendig ist. Das kann ja jeder von Ihnen nachlesen. Also zur Sammlung, dann haben wir es einmal komplett. Ich habe Mathematik in Köln studiert. Hab dann im Jahr 1982 mal irgendein Oberseminar mitgemacht, das sich mit sowas ganz komischem, neuem, esoterischem beschäftigte, seltsames Verfahren nach Rivest, Shamir und Edelman, heute als RSA bekannt, und damit war klar, da ist mein Anknüpfungspunkt, da habe ich mich mit Krypto beschäftigt, bin dann nach dem Studium im Jahre 1988 zum Bundesnachrichtendienst gekommen, habe da im Bereich der Kryptoanalyse gearbeitet, war am Ende dann im Leitungsstab des Bundesnachrichtendienstes im Jahren 2005 und 2006 und bin dann in das Bundesamt für Sicherheit und Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das fange ich selber schon an zu stottern, gewechselt, als Leiter des Stabes. Raus bin ich da 2016 als Vizepräsident und seitdem eben im Innenministerium. Und seitdem, ja, haben wir uns erst indirekt und dann auch persönlich kennengelernt. Und jetzt in Ihrer aktuellen Funktion haben Sie quasi die Aufsicht über das BSI, Ihren alten Arbeitgeber, aber auch über den Inlandsgeheimdienst, Bundesamt für Verfassungsschutz. Jein. Das Inlandspolizei, Bundeskriminalamt und die Hackerbehörde CITES. Ja, und legen wir noch einen drauf, auch noch über die Bundesdirektion für den Digitalfunk des Bundes und der Länder, BDBOS. Ja, bei BSI und BDBOS und CITES komplett. Und ansonsten teile ich mir die Fachaufsicht hinsichtlich des BFV und des BKA, insbesondere mit der Abteilung öffentliche Sicherheit. Und damit ist der zweite Bestandteil des Titels auch klar. Es ist öffentliche Sicherheit und, da lege ich genau wie jemand im Publikum sehr Wert drauf, Informationssicherheit und nicht IT-Sicherheit. IT-Sicherheit ist ein Teilbereich von Informationssicherheit. Und wem Cybersicherheit nicht gefällt, ja gut, es umfasst eigentlich im Wesentlichen das, was Netzsicherheit bedeutet. Aber in dieser Position sind Sie auch zuständig für die Netzinfrastruktur und die Informations-, wenn man so nennen will, verzeihen Sie mir, wenn ich jetzt öfter mal IT-Sicherheit sage, das ist einfacher, für die Netzinfrastruktur und die IT-Systeme der Bundesregierung, oder? Ja, das ist korrekt. Also genau die Netze des Bundes, wie sie heißen, und damit die Verbindungen zwischen den Bundesbehörden, aber auch die Netze, die zu den Bundesländern rübergehen. Das gehört zu meinem Aufsichtsbereich in doppelter Weise. Einmal, weil die BDBOS diese Netze tatsächlich fährt und betreut mit Unterstützung der Deutschen Telekom. Und andererseits, weil ich dafür natürlich auch mit meinen Mitarbeitern und dem BSI die Sicherheitsvorgaben mache.
dann haben wir ja genau in Ihrer Position, in Ihrer Person diesen Widerspruch aus meinem Titel. Sie sind einerseits dafür verantwortlich, dass es in der Infrastruktur der öffentlichen IT keine Sicherheitslücken gibt, dass sie geschlossen werden. Andererseits ermöglichen Sie aber auch Bundesbehörden, IT-Sicherheit zu schwächen im Namen der öffentlichen Sicherheit, wenn ich das jetzt mal so knapp zusammenfasse, oder? Wenn Sie das so formulieren wollen, sagen wir es einfach kurz und knapp, damit wir hier zum Punkt kommen. Ja, natürlich, der Spagat ist mit Absicht in dieser neuen Abteilung Cyber- und Informationssicherheit implementiert worden, weil es auch dem Bundesinnenminister, sowohl Herrn de Maizière wie auch Herrn Seehofer, völlig klar war, dass man diese beiden Seiten der Medaille zusammen betrachten muss und dass es absolut hilfreich sein kann, wenn Fachleute diese Fragestellungen schon einmal vorab erörtern und diese Fragestellung sichtbar nach oben bringen. Also unsere Aufgabe ist nicht etwa, da faule Kompromisse an der Stelle schon in unserer Abteilung zu schmieden, sondern es letztlich bis zum Bundesinnenminister zu bringen, welche Widersprüche, welche Komplexitäten, welche widerstrebenden Problematiken dabei sichtbar werden. Und ich glaube, das haben wir ganz erfolgreich gemacht, auch schon in dem, was als Vorläufer da war. Da hatte ich genau zwei Stäbe betreut, wie sich das so hübsch organisatorisch nennt, nämlich genau den öffentliche Sicherheit 3 und IT-Sicherheit auf der anderen Seite. Das war das Prinzip, was sich vor allen Dingen die Regierung unter Herrn de Maizière an der Stelle überlegt hatte, um das genauer attackieren zu können. Also den faulen Kompromiss macht dann Ihr Chef? Die Entscheidung trifft der Chef. So, dafür ist ein Bundesminister da. Er muss am Ende entscheiden, wie er diese Vorlagen, das geht eben alles sehr behördlich zu, aber am Ende ist es eine sachliche Auseinandersetzung mit diesen beiden Seiten der Medaille. Und am Ende muss es der Bundesinnenminister entscheiden, in welcher Weise er diese beiden Anforderungen implementiert. Präventive Informationssicherheit, genauso wie die Möglichkeiten der Sicherheitsbehörden dann auch in Netzen und Daten unter den gegebenen rechtlichen Bedingungen unterwegs zu sein. Oder neue Gesetze dafür zu schmieden. Da gibt es ja ein paar. Aber das freut mich ja schon mal, dass wir nicht über den vermeintlichen Widerspruch diskutieren müssen. Vor ein paar Jahren in der Debatte war immer noch, nein, wir schwächen die IT-Sicherheit gar nicht, sondern wir stärken nur die öffentliche Sicherheit. Das einfach mal einzugestehen, ist ein Schritt weiter als vor ein paar Jahren. Hat ja auch der Justizminister in den USA vor ein paar Wochen gesagt. Staatliche Zugriffe, Schwächungen, Hintertüren mindern IT-Sicherheit, aber der meint, das ist es dann unterm Strich wert für eine Erhöhung der öffentlichen Sicherheit. Bisher war in Deutschland immer so, nein, das berührt IT-Sicherheit gar nicht oder Informationssicherheit. Ist schon mal ein Eingeständnis, das zuzugeben, oder? Also es wurde, sage ich mal, nicht klar genug ausgesprochen. Ja? Es steckt in diesem berühmten Satz mit, Kompromiss, der in der Kryptodebatte der End-90er geschlossen wurde, drin, dass immer mehr Sicherheit durch Kryptographie, aber auch Sicherheit trotz Kryptographie geschaffen werden soll. Das kann man klarer ausdrücken. Es ist dann natürlich erforderlich, an der Stelle Kryptosicherheit etwa zu durchbrechen, wo eine Sicherheitsbehörde Daten lesen will. Geht ja gar nicht anders. Kann man ja nicht anders bezeichnen. Wenn die Polizei einen Datenstrom ausleitet und der ist verschlüsselt, und sie will das lesen, was diese eine Person da nun kommuniziert hat, dann muss sie dessen Informationssicherheit überwinden und durchbrechen. Da kommt man ja gar nicht anders hin. Also ist das Problem nicht so sehr darüber zu diskutieren, dass das miteinander verknüpft ist, sondern die Frage ist, wie macht man es? Wie macht man es rechtskonform? Wie macht man es, dass es nachvollziehbar und transparent ist? Und wie macht man es, dass am Ende die Gesamtinformationssicherheit aller anderen Nichtbeteiligten geschützt bleibt? Dass es aber an der Stelle, wo es um etwa auch einen Nachweis vor Gericht geht, gegen jemanden, der eine kriminelle Handlung begangen hat, das dann auch klar vorlegen zu können, was eine Polizei da ermittelt hat. So, dass das nicht einfach ist, weiß jeder von Ihnen, der jemals irgendwo mit dieser Sache zu tun gehabt hat, der Informatik studiert hat, Mathe, Krypto, sonst was, jeder weiß, dass die Technik dafür in den End-90ern einfach nicht da war und dass wir uns heute genaue Gedanken machen müssen, wie wir es heute implementieren und wie wir eine solche Implementierung hinbekommen, dass sie jeder nachvollziehen kann, dass jeder den Standard dafür lesen kann und dass jeder weiß, was ein Provider tut, bei dem die Polizei mit einer entsprechenden richterlichen Anordnung auftaucht. So, das ist das Grundproblem. Und mit dem Grundproblem setzen meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ich uns jetzt im Moment intensivst auseinander. Und ich sage das auch mal ganz deutlich, das wollen wir auch in Diskussionen wie dieser hier tun und darum sitze ich hier.
Das sagt der US-Justizminister Barr so ähnlich. Aber der CIA-NSA-Chef Hayden hat darauf geantwortet, nö. Gut, der ist keiner mehr, ja, der kann viel sagen, ja, also... Sagen Sie das später. Das sage ich ihm auch persönlich, ich bin ihm auch schon mal begegnet. Herr Hayden ist nicht mehr in Amt, der kann leicht Forderungen aufstellen, die sein Nachfolger jetzt, Herr Nakasone, natürlich politisch diskutieren muss. Der hat den Job, nicht Herr Hayden, das muss man klar sagen. Und Herr Nakasone macht es wie üblich, Nachrichtendienste äußern sich dazu sehr ungern. So, die haben die Politik, die sie nach vorne schieben, einen Justizminister, der sich da in einer bestimmten Weise äußert. Ich habe, da gab es irgendwo in der Veröffentlichung die ganzen 13, 14 Thesen, die er benannt hat. Ich habe mir die im Einzelnen angeschaut. Eine ganze Menge davon unterschreibe ich, aber einen anderen Anteil unterschreibe ich zum Beispiel für unsere deutsche Situation hier überhaupt nicht. Das berücksichtigt zum Beispiel unsere Rechtstraditionen und unsere Vergangenheit, wo wir ja nun nicht gerade rühmlich agiert haben, was Informationen durch Polizeiabgreifung angeht, dass wir das in Berücksichtigung ziehen. Das tut das nicht. Also nehmen Sie jetzt nicht eine Aussage, ich fände das in Gänze unterschreibbar. Ist es nicht. Ich könnte eine Aussage in Gänze unterschreiben, und zwar von Herrn Bruce Schneier, IT-Sicherheits-Koryphäe, kann man fast sagen, der auch vor allem in seinem neuesten Buch aber beschreibt, dass Computer sind ja schon lange nicht mehr das, was wir irgendwie in den 90ern oder selbst noch in den Nullern davon verstanden haben oder auch diese Geräte, die wir heute alle mit uns rumtragen, sondern Computer durchdringen immer mehr alles, sämtliche Lebensbereiche, und das wird ja in Zukunft nicht weniger, sondern nur noch mehr. Und Bruce Schneier sagt da ganz klar, aufgrund dieser Durchdringung von allem mit IT oder Informationstechnologie, wie Sie es nennen würden, müssen diese Infrastrukturen sicher sein, vor allem und im Zweifel auch gegen Strafverfolger. Dem stimmen Sie nicht zu, oder? Nein, dem kann ich nicht zustimmen, aus verschiedenen Gründen und da durchaus auch außerhalb meiner Aufgabe persönlich nicht. Also wir sind alle durch die Digitalisierung mittlerweile in einer ganz anderen Situation. Digitalisierung spielt sich nicht mehr außerhalb unseres Lebens bei Datenbanken, Volkszählungen oder Ähnlichem ab, sondern die rückt uns auf den Pelz. Wir tragen alle diese Smartphones mit herum, und das bedeutet, wir lassen das Digitale ganz eng an uns heran. Das heißt natürlich, das muss sicher sein. Wenn ich das in einem Smart Home einbaue, dann muss das sicher sein. Ich möchte nicht, dass ich von außen in meinem Zuhause über ein digitales Smart TV beobachtet werde. Natürlich, und das ist auch der erste Ansatz, mit dem wir in unserer Abteilung an die Frage rangehen. 90% ist erstmal die Frage der Prävention. So, dann kommen wir an den Punkt, wo zwei Dinge wirken. Erstens ist es leider so, dass diese Prävention, diese Cybersicherheit, Informationssicherheit nicht wirklich wirkt. Wir haben es mit einfach, ich sag's mal glatt, einer Schlechtleistung auch der Wirtschaft an der Stelle zu tun, sonst gäbe es nicht so viel Sicherheitslücken. Das ist der zweite Punkt. Das heißt, wir haben per se eine Gefährdung in dieser gesamten Umgebung, mit der ich mich ebenfalls auseinandersetzen muss, und das macht das BSI in einem hohen Umfang. Das hat aber leider zur Folge, dass wir uns sowieso mit dem Thema Detektion auseinandersetzen müssen. Ich muss permanent schauen, wegen der ganzen Cyberangriffe, was eigentlich im Moment gerade mit der Informationssicherheit schief geht. In einer idealen Welt mit Security by Design sollte das nicht sein, haben wir nicht, kriegen wir auch so schnell nicht, ist Utopie. So, das ist der nächste Schritt. Das nächste ist, dass ich reagieren muss. Das heißt, ich habe sowieso eine Pflicht, etwa mit Mobile Incident Response Teams und Ähnlichem, Sicherheit überhaupt wieder zu generieren. Das ist Schritt Nummer 3. So, und dann kommt Schritt Nummer 4. Ich mache mir ehrlich große Gedanken darüber, wie wir denn zum Beispiel auch sicher vor Verbrechen sein wollen, wie wir sicher vor Spionage sein wollen, wie wir sicher vor Sabotage sein wollen in Zukunft. Und wenn alles komplett und voll verschlüsselt ist, auch gegenüber den Sicherheitsbehörden und letztendlich, dann haben wir natürlich das Problem, dass die Sicherheitsbehörden nichts mehr selber lernen können über das, was die organisierte Kriminalität oder was Nachrichtendienste fremder Länder tun, die uns oft in keiner Weise auch im Gesellschaftlichen zugewandt sind, sondern eher das Gegenteil. Und wir bekommen auch keine Handhabe mehr darüber, wo eigentlich im Kern die Schlechtleistung generell in den Systemen liegt. Also müssen wir in einem wohlbestimmten Maß auch der Polizei und dem Nachrichtendienst digitale Fähigkeiten geben,
Aber das ist eine genauso große Herausforderung wie die Digitalisierung selbst. Diese neuen Methoden, so schwer sie einzuführen sind, Cyber- und Informationssicherheit, genauso schwer ist es einzuführen, dass eine Polizei auf geregeltem Wege darauf zugreifen kann, sodass jeder von Ihnen sagen könnte, okay, diese Maßnahme in der Form akzeptiere ich. Und da suchen wir neue Wege. Nicht das alte mit Schlüsselhinterlegung, nicht den alten Kram, wo im Grunde dann durch bestimmte Mechanismen, durch voreingebaute Backdoors in Clipperchips oder ähnlichem Zugang geschaffen wird. Das ist alles Schnee von gestern. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass sie das Keyword Going Dark da nicht verwendet hat. Das wird ja oft heraufbeschworen, dass angeblich mit der Verschlüsselung und Anonymisierung die Sicherheitsbehörden immer weniger wissen und sich da so ein schwarzes Loch auftut. Man kann es auch gegenteilig beschreiben. Bergmann Center hat das mal untersucht. Going Dark gibt es keine systematische Studien dafür, werden immer nur Einzelfälle genannt. Und man könnte auch sagen, im Gegenteil, es gab noch nie so viele Daten für staatliche Behörden wie heute. Denken Sie an den ganzen Metadaten, denken Sie an Funkzellenabfragen, an Vorratsdatenspeicherung, welche Daten heute alle da sind. Gestern hat Ihr Chef im Bundestag gesagt, die Zahl der Straftaten ist auf dem niedrigsten Wert seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Aufklärungsquote ist so hoch wie zuletzt im Jahr 2005. Wir sind doch sicher. Also. Also, das unterschreibe ich an der Stelle, aber ich kann ja nicht nur auf die Sicherheit von heute schauen, ich muss ja auch auf die Sicherheit von morgen schauen, wie wir die produzieren. Und ich glaube, niemanden würde es, heute wird die Sicherheit auch noch in weiten Teilen, vor allen Dingen, wenn es um praktisch physische Fragen geht, analog garantiert. Dass Sie nicht auf der Straße immer wieder fürchten müssen, wirklich überfallen zu werden und ausgeraubt und dabei noch werden und noch körperlich zu Schaden kommt, das danken wir heute unseren analogen Sicherheitsvorkehrungen und unserer Polizei. Und so kann man das Ganze weiterbeten. Es geht aber auch darum, in Zukunft schwere Straftaten, die sich im Netz ereignen können und die sich bereits heute im Netz ereignen, ahnden zu können. Wir werden unsere Polizei ja nur erfolgreich halten können, wenn sie auch diese Form der Kriminalität bekämpfen kann. Das heißt also, wir müssen immer da dicht dranbleiben, damit die Zahlen so niedrig bleiben, wie sie heute sind. Natürlich, es ist schwer, im Moment Fälle vorzuzeigen, wo etwa jemand physisch, körperlich, durch reine Digitalstraftaten zu Schaden gekommen ist oder gar deswegen gestorben ist. Davon gibt es marginal wenige Beispiele, wo das so ist. Aber die Frage ist, ob das ja so bleibt. Wenn ich an hybride Kriegsführung und Ähnliches denke, dann gibt es sehr wohl Szenarien, wo wir das sehr genau unter die Lupe nehmen müssen und bekämpfen müssen. Die entscheidende Frage ist, dass wir so dicht dranbleiben, dass das niemals zum Zuge kommt. Und dafür sage ich, brauchen wir eine gewisse Öffnung in dem Bereich und müssen auch sehen, dass wir die Polizeien da vernünftig nach vorne bringen. Ich bin jetzt absichtlich nicht auf bestimmte Gesetzesinitiativen eingegangen. Mhm. Es sind ja gerade extrem viele in der Pipeline. Das neue Verfassungsschutzgesetz, richtig, das IT-Sicherheitsgesetz 2, der Schwachstellenerlass, die Hackback-Gesetzespaket und irgendwas, was zur Messenger-Verschlüsselung kommt. Aber bei dem Beispiel, die Sicherheitsbehörden können irgendwie manche Dinge nicht. Es heißt vor allem immer plastisch, die können die Messenger nicht lesen und deswegen brauchen wir irgendeinen Ansatz und Staatstrojaner und dass die Anbieter irgendwas machen. Und, aber in der Praxis können die doch Messenger lesen. Wenn wir an Neonazi-Terroristen denken, wie die Old School Society oder Revolution Chemnitz, da heißt es vorher immer, die verschlüsseln mit Messenger und können wir nicht lesen. Und danach haben die Behörden die ganzen Chatlogs in Plaintext. Geht doch. Sie können doch einfach das Gerät beschlagnahmen, an das Celebrite anschließen und das auslesen. Also, wenn das immer so leicht ginge, bräuchten wir wirklich nicht hier sitzen und drüber diskutieren. Das ist völlig klar. Tatsächlich ist es so, dass in solchen Einzelfällen vieles zusammenkommt. Natürlich gibt es Unternehmen oder auch Einrichtungen wie CITES, die an der einen oder anderen Stelle Fähigkeiten entwickelt haben, um dann zum Beispiel ein beschlagnahmtes Gerät dann lesen zu können, also forensische Analyse vorzunehmen. Es gibt natürlich immer wieder Wege hinein. Aber im Grundsatz kann man klar sagen, Messenger-Dienste, ja, Sie können sie ausleiten, aber dann stehen Sie in aller Regel vor einem kryptierten Datenstrom und an dem kommen Sie nicht weiter. Das ist von außen völlig klar. Von beschlagnahmen außen. Sie doch das Gerät. Ja, Beschlagnahmen des Gerätes, wenn es geht, natürlich nimmt man diese Maßnahme vor, aber wenn Sie zum Beispiel als Nachrichtendienst oder als Polizei in der Gefahrenabwehrsituation auf Informationen zugreifen wollen, dann können Sie ja nicht denjenigen,
das Smartphone desjenigen beschlagnahmen, weil er dann weiß, dass er beobachtet wird. Gerade im terroristischen Bereich oder organisierter Kriminalität ist es oft unmöglich, überhaupt in eine solche Nähe zu Personen zu kommen, dass sie solche Maßnahmen vornehmen können. Das ist ja auch der Grund, warum als Ersatzlösung, ich sage das mal ganz klar, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung mit in das BKA-Gesetz hineingeschrieben worden sind. Leichter wäre es, wenn es einen Weg gäbe zum Provider, also zum Telekommunikationsprovider für die generellen Datenübermittlungen oder zum Provider des Messenger-Dienstes, der dann in der Lage ist, unter klar spezifizierten Bedingungen, die auch in einem Standard für Messenger-Dienste drinstehen, dann auf die Verkehre einer individuellen Organisation oder einer individuellen Person zuzugreifen. So etwas gab es früher. Es gab in vielen technischen Bereichen Standards, in denen ganz klar spezifiziert war, wie Law Enforcement stattfindet. Da gab es internationale Einigungen zu. Das ist uns an vielen Stellen verloren gegangen, zum Beispiel deswegen, weil heute Standardisierung etwa im gesamten Mobilfunkbereich nicht mehr von solchen staatlichen und halbstaatlichen Standardisierern gemacht wird, sondern von Unternehmen ganz alleine. Sie zahlen erstmal als Eintritt in den Standardisierungsclub ein paar hunderttausend Euro, damit sie überhaupt mit standardisieren dürfen. Die Zahl ihrer Stimmrechte bemisst sich da nach dem, was sie an bare Münze eingeworfen haben. Da sagen wir klipp und klar, da muss wirklich die Staatengemeinschaft, in dem Fall die Europäische Union, auch Aktien drin haben. Dann gehört da auch ein klarer Weg in Law Enforcement hinein, der dann für jeden nachlesbar ist, wie wir das machen. Ich glaube an die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und wir erinnern uns an die Debatte um Merkel-Phone. Da ging es ja genau darum, dass es nicht so sicher genug war, dass nur das Endgerät das lesen kann. Dann haben wir irgendwie Huawei 5G, ist alles ganz schlimm. Da hilft doch Verschlüsselung Ende-zu-Ende, da hilft doch Anonymität. Natürlich. Verzeihen Sie mir, wir haben nicht mehr ganz viel Zeit. Eine allerletzte Frage muss ich noch stellen zur Quellen-TKÜ, die das BKA gekauft hat. Haben Sie unter anderem von der Firma Finnfischer aus München gekauft. Die haben ja letzte Woche Strafanzeige gestellt, weil die ohne Exportgenehmigung nach in die Türkei exportiert haben. Können Sie denn mit so einem Firmen weiter Geschäfte machen? Also wir schauen uns solche Ereignisse definitiv sehr genau an. Wir haben das klar zur Kenntnis genommen und an der Stelle sage ich es mal neutral. Ob wir Geschäftsbeziehungen mit einem Unternehmen eingehen, hängt auch von dessen Gesetzestreue ab, ganz klar. Das sage ich mal. Da bin ich gespannt, was in Zukunft kommt. Die Zeit ist leider um. Ich hoffe, Sie haben noch ein paar Minuten, um auf der Konferenz zu bleiben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.